Ja, und wieder wird euch dieses kleine Lehrvideo präsentiert von der Technischen Akademie Bendig. Und bei Bedarf schaut ihr einfach mal auf die Homepage. Dort werdet ihr über die wichtigsten Dinge informiert. Hallo, heute berechnen wir die Industriemeister-Basis-Qualifikationsprüfung NTG aus dem Jahre 2014-1, also dem Frühjahr. Und die Aufgabe Nummer 2 wird jetzt von uns bearbeitet. Dabei geht es um ein elektrisch geschaltetes Element. Zwei Widerstände werden parallel nebeneinander geschaltet und an einer Spannung von 230 Volt betrieben. Dabei sind uns folgende Daten bekannt. Also erstmal wieder gegeben und gesucht. Teilweise werden die gegebenen Größen wieder in die Skizze eingetragen, aber wir wissen, dass R1 zweimal R2 ist. Wir wissen, dass die Spannung U gleich 230 Volt beträgt. Weiter wissen wir, dass der Gesamtstrom, also I Gesamt, 6,9 Ampere ist. Ja, und die Skizze zum Schaltplan, die sollten wir uns schon machen, denn meistens ist es nicht so kompliziert. Zwei Widerstände R1 und R2 sind parallel geschaltet. R1, R2 parallel geschaltet. Das ist letztlich diese Baureihe. Wir wissen, dass die Spannung U hier an den Klemmen vorliegt. Und wir wissen allerdings auch noch eine ganze Menge mehr. Gesucht zu A ist die Größe des Widerstandes R2. R2 ist gleich wie groß?